mal stehen, ey. Wir haben es geschafft, Ryder. Sie haben den Flugschreiber der Asari repariert? Ja, ein paar alte Zugangscodes, ein wenig Datenwiederherstellung durch Sam und schon konnten wir den letzten Kurs der Arche ermitteln. Die NAV-Punkte sind im System. Wir können uns auf den Weg machen, sobald sie soweit sind. Der Flugschreiber war ziemlich stark beschädigt. Sind diese NAV-Punkte verlässlich? Was haben wir denn schon zu verlieren? Selbst im schlimmsten Fall kommen wir der Arche zumindest ein bisschen näher. Wir brauchen die Asari und Sarissa mehr als je zuvor. Ich vertraue darauf, dass sie sie finden, bevor die Kettes tun. Okay. Dann suchen wir die mal. Das Valai-System. Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Was mich aber jetzt schon brennend interessiert, ist, wie sie die Geschichte von Andromeda weiter erzählen wollen. Hier draußen. Selbst das Funkrauschen von der Geißel ist leiser. Unheimlich. Anomalie auf den Sensoren. Schicke Sonde aus. Das ist. Korras. Nav-Punkt. Wir nähern uns jetzt Korras Nav-Punkten. Etwas ist dort. Vielleicht eine Arche. Verdammte Geißel. Sam, hilf mit Sensoren. Schwer zu glauben, dass die Lucinia das überlebt hat. Was will die Asari-Arche hier? Verirrt vielleicht. Oder sie sucht was. Sarissa hat Pläne für die Jäger der Dezimierung. Von ihr stammt das Handbuch für Krisen. Die Elite-Soldatin. Glauben Sie immer noch, die schafft alles? Sarissa war eine Legende, bevor sie Leibwächterin des Pathfinders wurde. Sie hat einen Plan. Aha, Schiff der Initiative geortet. Da ist es doch. Lebenszeichen. Minimale Energie. Mehrere Rumpfschäden. Ein Wrack. Wenn sie fliegen kann und die Crew lebt, ist alles okay. Kerlo, wir gehen rein. Ich versuch's. Eine Andockbucht funktioniert bestimmt noch. Ja, die wurden wahrscheinlich beschädigt. Auf Funksprüche? Nichts. Vielleicht sind ihre Sensoren kaputt. Hier sieht's ja aus. Das war keine Weltraumschlacht. Sie wurde geentert. Hallo? Ist da jemand? Wir sind hier, um zu helfen. Oder wir schießen, falls sie ein Cat sind. Dekompression eingeleitet. Verreckt, ihr Cat-Monster! Wir sind keine Cat, wir sind ein Pathfinder-Team. Ryder, Lieutenant Harper und Sam, sende ihr unsere Identcodes. Bestätigt. Tut mir leid. Ich bin Captain Atandra von den Resten der Lucinia. Kommen Sie auf die Brücke. Vielleicht können Sie dabei helfen, dieses Chaos wieder in Ordnung zu bringen. So viel zur Gastfreundschaft der Asari.
Ganz schön übel. Ganz schön was abgekriegt. In diesem Bereich wurde gekämpft. Aber kein... Kritischer Schaden, Antriebskern ist offline. Eine Leichen. Was auch immer passiert ist, es hat den Captain ganz schön aggressiv gemacht. Wenn die Tempest so aussähe, wie würden Sie sich dann fühlen? Würden ein Pathfinder-Team ins All blasen? Natürlich! Wir können kein Risiko mehr eingehen. Sarissa Therese, Pathfinder. Der Captain tadelt mich gerne. Ist gut für Ihren Blutdruck. Ryder, ich wusste nicht, dass Sie der Asari-Pathfinder sind. Wir dachten, Matriarchin Ishara wäre Pathfinder. Sie wären ihre Tjamna. Ich war Asari-Elite-Soldatin und kenne ihre Bücher auswendig. Matriarchin Ishara ist tot. Sarissa hat übernommen. Und die Ket sind trotz ihrer Bücher auf meiner Arche. Warum sind die Ket hinter ihnen her? Matriarchin Ishara starb bei Verhandlungen mit den Ket. Also nahm ich ihnen auch etwas Wertvolles. Ich stahl ein Modul mit taktischen Daten. Ihre Geheimwege durch dieses Phänomen. Wir nennen es die Geißel. Wenn wir die Kette hier abhängen könnten, hätten wir bessere Chancen. Ihr Archon hat seinen Eliteagenten, den Recken und seine Dezimierung auf uns gehetzt. Jeder Kampf gegen den Recken bringt neue Verluste. Letztes Mal hat er Truppen an Bord geschickt. Sarissas Diebstahl hat die Lage erschwert. Von wie vielen Ket reden wir hier? Das ist unklar. Sie sind unten eingesperrt. Wir haben mit unseren Ressourcen Zivilisten evakuiert. Der Recke will, dass Sarissa bezahlt. Pathfinder müssen Risiken eingehen. Ich weiß das. Göttin, schütze mich. Wie kriegen wir die Arche hier raus, bevor dieser Recke wieder zuschlägt? Mit einem ULG-Stoß. Aber wir haben seit der Evakuierung nur Minimalenergie. Der Antriebskern ist tot. Leider sind die fraglichen Systeme unter Deck. Zusammen mit den Cat-Soldaten. Ein zweites Pathfinder-Team könnte helfen. Sie aktivieren den Antriebskern und mein Sam und ich entschlüsseln die Cat-Daten. Wir verwenden die Fluchtwege des Recken gegen ihn. Die Cat erschießen, die Leiter flicken und los geht's. Der letzte Bericht kam aus der Hangarsteuerung. Ich gebe Ihnen Zugang. Aber Vorsicht. Ach, jetzt ist wieder dieses Zielfernrohr drauf. Ach, das ist blöd. Sind Sie okay, Cora? Pathfinder gehen Risiken ein. Das stimmt. Matriarchin Ishara, ihr Vater. Wir würfeln und... Hey, manchmal gewinnen wir. Kommen Sie, je früher wir die Elite-Soldatinnen finden, desto besser. War es auch so still, als die Archen durch den Orkusnebel flogen? Naja, irgendwelche Arbeiter haben bestimmt für Lärm gesorgt. Die Lucinia wird wieder sein wie vorher, wenn wir sie zu Nexus gebracht haben. Wir sind da. Hangarsteuerung.
haben Gesellschaft. Gehört wahrscheinlich zu Sarissas Team. Halt! Im Namen der Göttin, ich werde... Ihre Retter erschießen? Retter? Und Menschen? Ihre Arche hat's geschafft? Nur knapp. Ich bin Ryder, Pathfinder der Menschen. Das ist mein Team. Ich bin Vedaria Domali, Sarissas neue Stellvertreterin. Tut mir leid. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir müssen die ULG-Energie wiederherstellen. Ja, ich habe das Problem untersucht. Das Schließen der Hangartüren müsste es lösen. Die Kett haben die Türen aufgebrochen. Und die Sicherungen ziehen Energie ab. Sam hat bestimmt einen Override für alles, was die Kett getan haben. Kett überleben kurzzeitig im Vakuum. Wenn wir die Türen schließen, haben die Jäger des Recken keinen Fluchtweg mehr. Ich hoffe nur, die Energie reicht für ULG. Ich... Vedaria, denken Sie an Sarissas Handbücher. Atem, Entschlossenheit, Handeln. Atem. Okay. Untersuchen Sie die Konsole. Ich passe auf. Leite Sequenz zum Schließen der Hangartüren ein. Cat! Alles im Griff! Schützen Sie die Konsole, während Sam arbeitet! Kontinuierlicher Beschuss! Jawohl, Ma'am! Hangartüren zu 21% geschlossen. Dämliche Zielfernrohr, das nervt. Hangartüren zu 53% geschlossen. Hangartüren zu 77% geschlossen. Hangartüren geschlossen und verriegelt. Kettzugang abgeschnitten. Okay, das müsste es gewesen sein. Und warum ist dann die Energie nicht wieder da? Vedaria? Fragen wir sie. Ui. Was war das? Ich nehme an, dass einige elektrische Anschlüsse der Arche soeben überladen wurden. Scheiße. Vedaria? Sam sagt, wir haben elektrische Anschlüsse verloren. Ich weiß! Die Überlastung hat einen Brand ausgelöst! Verdammt! Was kann die Überlastung ausgelöst haben? Etwas entzieht auf den unteren Decks Energie. Etwas Großes. Vielleicht hat die Dezimierung dafür gesorgt. Das traue ich diesen Schweinen schon zu. Die Kett, wenn sie die Reparatur lange genug verzögern, dann holt uns das Schiff des Recken ein. Wenn wir schnell und effizient sind, schlagen wir sie. Okay, zuerst die letzten Stase-Kapseln. Ich überprüfe sie. Sie könnten unten den Grund des Energieentzugs suchen und bei dem Feuer helfen. Wo geht's zu den unteren Decks? Die Wohnquartiere. Ich öffne den Wartungszugang. Da kommen sie durch. Viel Glück.
Mögen die Kett in der Leere vergehen. Hm. Jemand spart Energie an der Beleuchtung. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Auf dem Schild steht Matriarchin Ishara, der verstorbene Pathfinder. Mhm. Kannten Sie Matrix? Hier, Valeria. Ich bin fast bei den Stase-Kapseln. Ah, Mist! Keine Energie für die Aufzüge. Valeria, durchtrennen Sie die Mac-Schlösser des Aufzugs. Wenn die Arche so gebaut ist wie unsere, können Sie im Schacht hinunterklettern. Gute Idee. Danke, Ma'am. Kinderbetreuung. So. So viele Leute. Eingepfercht. Wartend. Ständig gehen Alarme los. Die Kett haben ihnen das angetan. Trauer bringt nichts. Werden Sie wütend und arbeiten Sie damit. Die Kett haben ihre Haustiere mitgebracht. Hoffentlich sind die Dinger erst an Bord gekommen, nachdem die Kinder weg waren. Wahrscheinlich wollten sie an uns vorbeischleichen. Da ist eine Kiste. Mensch, geh mal aus dem Weg hier, Digga. An den Stase-Kapseln zu schaffen gemacht. Jetzt nicht mehr. Gute Arbeit. Denken Sie an Sarissas Handbücher. Bleiben Sie unauffällig. Natürlich. Die Kapseln sind sicher. Ich verfolge weiter den Energieentzug. Sieht nicht gut aus. Warum funktioniert das Sprinklersystem nicht? Entweder zu wenig Energie oder die Explosion hat die Brandkontrolle beschädigt. Wir könnten das reparieren, wenn wir die Steuerung finden. Und kämen dann an das, was die Energie abzieht, ohne angesenkt zu werden. Hier, Valeria. Die Kett haben mich entdeckt. Ich sitze in einem Luftschacht fest. Machen Sie Ihre Biotik bereit und schalten Sie sie aus, wenn Sie vorbeigehen. Aber Sie werden mich hören. Sie sind eine Jägerin. Ein geräuschloses Raubtier. Okay. Geräuschlos. Ausschalten!
glaube, die Cat wollten zur Steuerung des Sprinklersystems. Da drüben. Schalten Sie die Sprinkler ein, dann können wir das Feuer löschen. Sagst du. Das ist durchgeschmort. Was für eine Ironie. Der elektrische Anschluss ist beschädigt. Ich schlage vor, Sie suchen nach einer Alternative. Ich sehe keine Möglichkeit, es zu reparieren. Was ist mit Ihnen, Ryder? Was auch immer hiervon mit Energie versorgt wird. Die Arche braucht die Brandkontrolle dringender. Versuchen wir es nochmal. Das wird uns abkühlen. Vidaria hier. Ich habe die Cat erwischt. Sie mich auch. Aber ich bin okay. Und jetzt, wo die Hangars geschlossen sind, konnte ich auch den eigentlichen Verursacher des Energieentzugs ausfindig machen. Hier ist der Nav-Punkt. Wir sehen uns dort. Mhm. Hier, Captain Atandra. Wir wärmen gerade den Antriebskern auf, aber wir brauchen mehr Saft. Wir sind dran, Captain. Gut. Das Schiff des Recken ist immer noch irgendwo da draußen. Wir haben so viele verloren. Und Matriarchin Ishara auch. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Eine Technikerin ist gegangen, bevor sie ihren Arbeitsplatz aufräumen konnte. Diese Komponenten stammen aus Systemen der Arche, auch zur Energieverteilung. Das erklärt unser Problem. Wozu sollte jemand die Arche ausschlachten? Ich glaube, das werden wir gleich rausfinden. Ah, au! Was ist denn? Ich weiß nicht. Wie eine... Sieht aus wie ein Beobachtungsdeck. Die Arche musste viel einstecken. Sehen Sie sich nur den Rumpf an. Die Leute wurden wohl von dem nächsten Deck aus evakuiert. Ryder, hier drüben. Was ist denn das, eine Bombe? Der Göttin sei Dank, Sie sind okay. Das hier entzieht die Energie. Was ist das? Die Angriffe haben die Hülle durchstoßen. Und jemand hat dieses Masseneffektfeldgerät aufgestellt. Das Feld hält die Hülle zusammen und ermöglicht die Evakuierung vom Deck darunter. Und wer empfänglich für Masseneffektfelder ist, kriegt Migräne. Stimmt. Aber man überlebt. Das Deck ist jetzt verlassen. Schalten wir das Gerät ab. Ich hab's versucht, aber nichts. Können Sie es scannen? Vielleicht weiß ihr Sam eine Lösung. Das Gerät erfordert zur Abschaltung zwei Personen. Eine trennt die Kabel und die andere bedient das Gerät selbst. Ich übernehme das Gerät. Achtung! Einmal begonnen, muss der Zyklus der Ausfallsicherung auch abgeschlossen werden. Sonst brennt das Gerät durch. Bereit, Vidaria? Ich ziehe jetzt das erste Kabel ab. Cat! Passen Sie auf das Gerät auf! Wir kümmern uns um Sie! Aber... Wir brauchen Sie, Vidaria! Sie schaffen das! Achten Sie auf das Glas! Vergessen Sie es! Das ist härter als die Cat! Bereit, wenn Sie es sind.
Hä? Okay, jetzt das Kabel. Noch ein Angriff. Sie sind verzweifelt, Ryder. Das müssen die letzten sein. Erledigt. Das Gerät kann jetzt deaktiviert werden. Das Geräusch ist weg. Das haben die Hüllen sind schlecht. Ein Angriff und sie sind hinüber. Hier Captain Atandra. Ryder, der Antriebskern kommt online. Geschafft. In wenigen Minuten sind wir hier weg. Ist ULG auch möglich, wenn die Hülle ein, sagen wir, großes Loch hat? Mein Manöver müsste funktionieren. Falls die ULG uns zerreißt, denken wir uns was aus. Hier ist Sarissa. Sehr gute Arbeit. Wir sind fast zu Hause. Es ist vorbei. Ich sollte gehen und helfen. Vielleicht kann ich etwas tun. Sie haben bei Ihrer ersten Mission eine Arche gerettet. Sarissa wird stolz sein. Sie sind eine erstklassige Elite-Soldatin. Danke für alles, Lieutenant. Möge die Göttin Sie leiten. Pathfinder, ein Datenspeicher ist zugänglich geworden. Er enthält das Nachfolgelog von Matriarchin Ishara. Hast du Zugriff? Vergiss die Daten. Die Barriere bricht zusammen. Ishara, sie vernichten die Arche. Nur die Daten können uns noch Zeit verschaffen. Cat-Verstärkung nähert sich Pathfinder Ishara. Sarissa, mein Sam kann... Tiamna, bitte! Ich muss sie retten, auch wenn ich dann nicht mehr... Vergib mir... Die hat den Pathfinder im Stich gelassen. Tiamna heißt Tempelbewacherin. Eine Kämpferin, die treu bleibt. Auch wenn alles verloren ist. Sarissa ließ sie sterben. Eine Bewacherin, die ihren Pathfinder im Notfall nicht verteidigt? Nach allem, was sie über Pflicht und Opfer geschrieben hat. Verdammt, Ryder, was mache ich jetzt? Zuerst... Hä? Hier, Atandra, wir wurden getäuscht. Ein Landungsschiff der Kettjäger ist unterwegs zu dem Loch in Deck 12. War klar. Wann haben wir ULG? Zu lang. Sarissa kommt. Drängen Sie sie zurück. Helme auf, Leute. Rein, ey. Achtung, das Masseneffektfeldgerät ist noch angeschlossen. Aktivierung durch Fernsteuerung könnte die lokale Gravitation beeinflussen. Das könnte nützlich sein. Alle festhalten! Jawohl! Wir haben Verstärkung!
Geh weg. Genau. Nachladen. Zack. Scheiße. Chef, bring sie uns hier raus. Gerne doch. Festhalten. Eine Rumpfcrew. Aber genug, damit die Arche hält. Sie wird es zur Nexus schaffen. Egal, was es kostet. Sie müssen mit Sarissa über Isharas Nachricht sprechen. Ich möchte Ihnen beiden danken. Das war gute Arbeit. Ich bin stolz. Ma'am. Sarissa. Wir wissen von Ishara. Ihr Log? Dann bleiben Ihre letzten Momente erhalten. Sie haben Ihren Pathfinder im Stich gelassen. Sie hätten... Hören Sie. Ich habe ein Leben geopfert, um viele zu retten. Dazu werden wir ausgebildet, Lieutenant. Nur haben Sie es keinem erzählt. Weil Sie sonst nicht Ihre strahlende Heldin wären. Und vielleicht wäre das auch besser so. Ein Pathfinder gibt Ihnen Hoffnung. Sie wissen, was ich meine. Nicht wahr, Ryder? Sie verdienen die Wahrheit, auch wenn sie hart ist. Ryder, Cora, tun Sie das nicht. Wir müssen uns jetzt auf den Nexus-Anflug vorbereiten.
Wir haben Ihnen einiges zu erzählen. Da ist noch mehr. Sarissa hat die Bergung der Cat-Daten über Isharas Leben gestellt. Unser Sam hat das Nachfolgelock entdeckt. Sie? Eine ihrer verrückten Ideen hat Ishara getötet? Nein, die Cat. Ich brauchte Gewissheit, dass die Arche entkommen kann. Wir sind entkommen. Wieder und wieder, während die Cat uns gejagt haben. Es war nur Glück, dass uns Ryder gefunden hat. Wer ersetzt sie? Vedaria. Nun, ein Pathfinder mit ein wenig Demut kann vielleicht nicht schaden. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Ryder. Ich habe es geschafft. Dann schafft Vedaria es auch. Ich habe sie vor den Cat beschützt. Vedaria ist nicht fähig, sie... Eine Jägerin ohne das Vertrauen ihres Teams steht allein. Sie ist ein Baum in der Wüste, der nur Trotz trägt. Meine Worte, Lieutenant? Sie sind wahr, Ma'am. Gehen wir. Sie sind in Sicherheit und nur das zählt. Fehlt nur noch eine Arche. Eine einzige. Hey, alles okay? Kann ich den heutigen Tag nicht einfach rückgängig machen? Und einem Pathfinder nicht alles nehmen, was sie liebt? Ich habe so sehr an Sarissa geglaubt, aber die Asari sind genauso orientierungslos wie wir. Wir kennen unsere Mission und ich denke, wir finden uns ziemlich gut zurecht. Ich hätte das vielleicht nicht gerade zu einem Pathfinder sagen sollen. Danke, dass Sie auf der Lucinia für mich da waren. Darf ich Ihnen etwas sagen? Klar. Ihr Vater hat richtig entschieden, als er nicht mich, sondern Sie zum Pathfinder gemacht hat. Ich gehe niemals voran. Ich suche immer nach einem Mentor und einem Plan, dem ich folgen kann. Die Fehler, die ich als Pathfinder machen würde, wären schlimmer als Sarissas. Sarissa? Sie hat gelogen, nur um weiterhin als Heldin zu gelten. Sie hingegen kämpfen und retten Leben, ohne dafür Anerkennung zu verlangen. Das ist nicht... Doch, es ist wahr. Finden Sie sich damit ab. Hören Sie, es war weder Ihre noch meine Entscheidung. Aber vielleicht sind wir ja beide genau da, wo wir sein sollten. Auch wenn wir Ihren Vater verloren haben. Das Leben geht weiter. Wenn man etwas nicht entfliehen kann, muss man es nutzen. Was haben Sie gerade? Oh, Ihr Vater hat sowas Ähnliches mal zu mir gesagt. Und es ist wahr. Ich muss über einiges nachdenken, aber mir geht's gut. Und ich werde da sein, wenn Sie mich brauchen. Vorbild.